Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Packlisten-Video. Heute geht es darum, was man dabei haben kann oder auch sollte, wenn man in einen Winterraum geht. Bei Winterräumen ist das Spezielle, dass man nicht ganz so wirklich weiß, was man vorfindet. Gibt es Geschirr, gibt es kein Geschirr, gibt es kein Wasser, gibt es kein Holz, ist der Ofen in irgendeiner Form defekt. Die Winterräume werden natürlich super gewartet von unseren DAV-Sektionen, aber es kann natürlich sein, dass die Gruppe vor euch irgendwie gewütet hat, weil oftmals liegen diese Winterräume ja ziemlich weit oben, sind vielleicht im Winter auch nicht ohne weiteres erreichbar und deswegen kann man nicht unbedingt erwarten, dass da jede Woche der Hüttenwart der Sektion hochgeht und nach dem Rechten sieht. Dementsprechend gut müsst ihr vorbereitet sein. Das bedeutet, ihr solltet eigentlich für alle Eventualitäten gerüstet sein. Was macht jetzt Sinn mitzunehmen? Auf der einen Seite braucht man natürlich einen Schlafsack. Hier würde ich empfehlen, dass der wärmer ist als den, was man in einer normalen Hüttenübernachtung dabei hat. Also eigentlich einen richtig warmen Daunenschlafsack. Weil wie gesagt, man weiß immer nicht, wie viele Decken es gibt oder wie viele andere Leute im Winterraum sind. Deswegen also würde ich persönlich auf Nummer sicher gehen. Im Sommer habe ich dann tatsächlich noch einen Biwaksack, einen atmungsaktiven Biwaksack und eine kleine Luftmatratze dabei, die es mir erlauben, dann mich im schlimmsten Fall auch vor den Winterraum zu legen. Also wenn die Hütte zum Beispiel noch nicht geöffnet hat, so, das heißt ja oftmals im Frühjahr, im Frühsommer so oder auch im Spätherbst, da sind aber noch unter Umständen je nach Ziel und Bedingungen relativ viele Leute unterwegs und da kann es auf manchen Winterräumen zu manchen Bedingungen dann eben schon auch enger werden. Das erlaubt mir dann eben zur Not auch auf dem Boden zu schlafen oder mich vor den Winterraum zu legen. Zusätzlich habe ich noch ein paar Klamotten dabei. Das sind einfach eine frische, trockene Garnitur, falls auf dem Weg dorthin einfach alles nass wird. Zum Beispiel Socken. Ich habe dann noch eine Leggings dabei, irgendwie einen Pulli oder eine wärmere Jacke nochmal zusätzlich und ein T-Shirt. Beim Essen vertraue ich hauptsächlich auf eher Tütennahrung. Dann habe ich auch einen kleinen Kocher dabei, der verpackt sich komplett in den Topf, Streichhölzer auf jeden Fall, dann ein kleines Taschenmesser mit auch einer kleinen Säge, weil man nicht unbedingt immer weiß, ob im Winterraum auch eine Axt vorhanden ist und das Taschenmesser hilft natürlich auch, um kleine Späne aus dem Holz zu schneiden. Ich habe tatsächlich auch ein kleines Stück Holz dabei, Kienholz, das brennt wunderbar, da muss man nur ein paar Späne rausschneiden und dann oder rausschnitzen und dann ist das ein wunderbarer Anzünder. Man kann auch normale Ofenanzünder verwenden. Dann habe ich noch einen extra langen Löffel dabei, um auch in diese Tüten gut reinzukommen, ohne dass ich mit der halben Hand da reingreifen muss. Zudem braucht man natürlich noch ein bisschen Klopapier. Das habe ich immer verpackt in einer kleinen Tüte. Eine eigene Mülltüte gehört noch dazu. Eine Stirnlampe natürlich. Dann habe ich noch eine Powerbank dabei mit einem kurzen Kabel, also eine ganz kleine Powerbank. Oftmals spare ich mir die auch, wenn es wirklich nur eben kurze Touren sind, weil ein modernes Handy, das jetzt im Winterraum auch nicht so viel zum Einsatz kommt, auch 2 Tage mal vom Akku her hält. Das muss aber jeder selber wissen. Dann habe ich noch eine Menge Teebeutel dabei. Die nehme ich einfach, weil ich dieses geschmolzene Schneewasser einfach nicht so gern trinke und das bringt so ein bisschen Geschmack. Die Teebeutel kann man auch verheizen, das ist dann kein Problem. Zusätzlich habe ich natürlich noch, wenn es um die Hygiene geht, eine kleine Zahnbürste, eine kleine Zahnpasta dabei, irgendwie Medikamente, die man halt so braucht. Ich habe hauptsächlich dann auch mal Ibuprofen dabei. Und so eine ganz kleine Allzweckseife, die man zum Händewaschen nehmen kann, aber auch zum Abspülen, falls man doch mal irgendwas abspülen muss. Und die natürlich auch kaltaktiv ist. Fürs Schlafen habe ich noch eine extra Schlafmütze dabei. Also eine ganz normale Mütze, die ich mir übers Gesicht ziehe. Erstens, weil man am Kopf am schnellsten auskühlt und zweitens, weil es in Winterräumen dann oftmals auch irgendwie heller ist. Und dann kann man einfach hier so ein bisschen für zusätzliche Dunkelheit sorgen. Und dann habe ich noch dabei Oropax und zusätzlich sogar nochmal so Bluetooth-Kopfhörer. Einfach weil ich festgestellt habe für mich, dass wenn ich irgendwie was anhöre abends, dass so Geräusche wie zum Beispiel Schnarchgeräusche mich dann weniger ablenken vom Einschlafen. Das Ganze kommt dann noch in einen wasserdichten Packsack und schon ist es fertig. Das war's von meiner persönlichen Packliste für Winterräume. Was habe ich noch vergessen? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Like da und abonniert auch unseren Kanal.